Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Challenge Dark Souls. Wir sind heute am Weg Richtung der Tiefen, beziehungsweise erstmal Richtung Capradämon. Und vor allen Dingen müssen wir dazu erstmal den Weg hier hoch nochmal bestreiten. Sollte ja nicht ganz so schwer sein. Vor allen Dingen, weil ich den recht schnell töten kann. Und wir werden heute auch einen der wichtigsten Händler für uns in diesem Spieldurchlauf erfahren. Moment, lass mich mal kurz... Nee, das Katana, was der eine Typ droppt, das hat auf jeden Fall zu viel Geschicklichkeitsanforderung. Okay, das ist schlecht, aber... Macht jetzt erstmal nichts. Wir müssen jetzt eh erstmal dorthin kommen. Beziehungsweise dorthin kommen, wo die andere Händlerin ist. So, wunderbar. Dann... Ach nee, wir haben vergessen, die Leiter zu kicken. Okay. Das ist jetzt für den Arsch, aber... Dann müssen wir nochmal einen kurzen Umweg laufen. Beziehungsweise, nicht wir haben vergessen, die Leiter zu kicken. Ich nehme sie ja schon auf meine Kappe. Es war meine Dämlichkeit. Dämlichkeit vor allen Dingen. Es war meine Dummheit. Hier waren wir schon, aber das ist trotzdem eine gute Abkürzung. Den schwarzen Ritter könnten wir theoretisch bekämpfen, aber jetzt komm schon. Havel, wir haben den Masterschlüssel nicht, also von daher müssen wir von der anderen Seite kommen. Wir müssen dafür erstmal den Mondlichtschmetterling bekämpfen und töten vor allen Dingen. Bekämpfen ist nicht Problem, überleben ist das Problem. Wobei mit unserem momentanen Schild sollte das auch nicht wirklich ein großes Problem sein. Zumindest rein theoretisch. Aber heute geht es erstmal Richtung Capra. Ja, aber ich brauche das Leuchtfeuer. Ich brauche das Leuchtfeuer auf jeden Fall. Ah ja, da ist er schon. Ich dachte gerade, was lasst er sich so Zeit? So. Und jetzt das... vielleicht macht er wieder denselben... dasselbe lustige Ding, was er letztes Mal gemacht hat. Und zwar, dass er gar nicht Feuer speit. Egal, was wir tun, aber scheint nicht so. So. Und jetzt... Kick. Nice. Hätte ich tun sollen beim ersten Mal, ich weiß, aber... Bleh. Oh nee, das ist jetzt dämlich. Das hast du beim vorherigen Mal nicht gemacht. Ja. Gut, aber... Gut, wir hatten keine Menschlichkeit und so. Und der andere war im Asyl, also der andere Blutfleck. Von daher nicht so schlimm, aber... Es geht mir jetzt ein bisschen auf den Piss, weil... Der hat das letzte Mal nicht gemacht. Allgemein ist in die Richtung zu laufen auch deutlich härter als in die andere. Da hilft auch Erfahrung und Skill nichts. Hup, nein, nein. So. Okay, jetzt müssen wir nur kurz warten, bis er anfängt runterzukommen. Und dann einen schnellen Spurt hinlegen. Und... Komm schon. Run! Jetzt müssen wir außerdem einmal hoffen, dass uns das Feuer nicht umbringt. Okay, neuer Plan. Ich scheiße auf den und renne nochmal die Runde. Dieses miese kleine Drecksteil. Ja, im Normalfall habe ich hier schon deutlich mehr Leben und kann das auch überleben, ohne größeren Schaden von mir zu tragen, aber... Ja,
Das ist halt die Sache. Das wenige Leben wird viele Stellen, die ich im Normalfall quasi immer ein bisschen leichtlebig gemacht habe, deutlich erschweren für mich. Wo ist mein Blutfleck? Ach, da. Nein, komm runter. Das Drake Sword habe ich mir übrigens auch überlegt, könnte ich mir holen. Allerdings hätte es dann, glaube ich, es hat, glaube ich, 10 Geschicklichkeitsanforderungen. 16 Stärke haben wir, also wenn wir es zweihändig nehmen. Aber ich glaube, es ist zu wenig Geschicklichkeit. Außerdem macht es auch nicht so viel mehr Schaden. Doch, es macht fast den doppelten Schaden. Dafür ist es halt nicht buffbar. Also gerade, ja, ich bin mir echt nicht sicher, was wann in dem Spiel wirklich eine sinnvolle Sache ist, sich als Waffe anzueignen. Eine Sache, die auf jeden Fall nicht schlecht sein würde, ist das Schwert. Ah Gott, das eine Schwert. Nicht Schwert, doch. Fuck, ein Schwert, aber das kriegen wir erst nach Sens Festung oder in Sens Festung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es für eins war, aber ich weiß, wir brauchen noch lange bis dahin, also. Dafür weiß ich, wir können auf jeden Fall noch mindestens drei Goldharz bekommen, bevor wir uns dem Quelak-Boss stellen. Dem Quelak-Boss vor allen Dingen. Sehr gutes Deutsch. Warum rutsche ich hier echt nicht? Keine Ahnung. Ach ja, nee, ich habe den 60 FPS fix gar nicht. Egal. Wir schauen einmal, dass wir zum Capra kommen, beziehungsweise erstmal den anderen Shortcut zum Feuerbandschrein aufmachen. Weil der deutlich besser ist und weil dort natürlich der eine Tybi auf uns wartet. Hä? Okay, das ist jetzt schlecht. Oh Gott, sehr gut. Sehr gut. Darf ich mich nur noch von dir beißen lassen? Nice. So, Dreckshunde. Wie gesagt, im Normalfall mache ich die mit ein, zwei Schlägen platt. Jetzt waren es 3. Ich glaube, durch die Ninjas hier... Nee, durch die Ninjas renne ich nicht durch. Weil sonst kommen die mir nachher bei den anderen Hunden entgegen. Komm. So. Griggs muss ich nicht befreien, weil der kann nichts Sinnvolles verkaufen. Da hinten die Doppelmenschlichkeit könnt ihr mir holen, aber... Ja, wobei, nee, das nächste Mal, wenn wir welche brauchen... Nee, das sind die vielen, vielen Torch-Hollows, das... Ist nicht angenehm. So, ich hoffe, das reicht. Nein, es hat nicht gereicht. Komm. Ach, fuck, nein, das ist außer Reichweite. Aber immerhin kann ich 2 schwächen. Ich renne direkt zu dem einen hier. So, und schon habe ich nur mehr 2. Deine hält sich natürlich sofort. Dafür kann ich den backstabben. Das könnte ihn töten. Tut's nicht. Hä? Ja, jetzt aber. Okay. Oh, der hat was. Ah, die Dolche brauchen zu viel und haben zu wenig, wenn man sie nicht auflevelt. Vor allen Dingen, wenn man seine Stats nicht auflevelt. Das Zielschild ist nicht gut. Ich glaube... Das hat auch... Es gibt ein Schild, was ein längeres Parierfenster bietet, aber... Niemals den Kettenbrecher kann ich verwenden, weil das kein Drop ist, sondern ein... Oh shit, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt schlecht. Schneller Rückzug, bevor die Hunde mich bemerken. Wenn ich Hunde und Diebe auf dem Fersen habe, dann bin ich gefickt. Gut, das schaut mir nicht nach Hunden aus.
Gott, nein. Gut, ich muss das hier jetzt ein bisschen clever angehen. Okay, einer weniger. Okay. Ich sollte mit dem hier probieren, sie zu separieren. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich den nur noch kurz töten. Ja, sehr gut. Sehr geil. Also, Backsteps werden der beste Freund bei normalen Gegnern in diesem Durchlauf. Okay, das ist für'n Arsch. Moment. Ne, hat nix. Weil die können die ihre Kleidung droppen. Die ist sehr gut. Die hat viel Verteidigung und ist trotzdem enorm leicht. Also in meinen Augen zumindest ist sie sehr gut aus diesem Grund. So. Hier nicht, mein Freund. Vor allen Dingen, das Gute ist, beim Capra braucht... Gut, der Capra wird wahrscheinlich nur einer der einfacheren Bosse sein. Weil wir nicht... Ah ja, hier ist die Stelle. Möchte nur dich triggern. Genau. Na ja, genau. Zweihändige Angriffe kannst du nicht parieren, du Arschloch. Und jetzt pariere ich dich aber. Haha, in die Fresse. Ja, nice. So will ich das sehen und nicht anders. Jetzt hier hoch und mit 5000 können wir uns, glaube ich, schon ein bisschen was an Upgrade-Materialien kaufen. Ja, ja, du schießt du nur. Das macht mir gar nichts. So. Gegenstand kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall nicht Pfeile, sondern... Hahaha. Kohleartiges Harz kostet 500. Gibt Feuerdamage und zwar gar nicht zu knapp. Jeuche-Küchlein, weil das ja auch nichts ist. Also A, es könnte von Feinden getropft werden und ich bin einfach zu faul zu farmen. Und B, vor allen Dingen, ist es natürlich so, dass wir... Also für... Moment, ich bin doch ein Idiot. Quäler wird schwer. Quäler kann man doch mit den Dankbares. Das habe ich sogar einmal gemacht, als ich alle Bosse einfach mal auf geile Art killen wollte. Quäler kann man mit diesen Dingern anschießen. Die braucht 5-6 von den Küchlein genau in ihre Fresse. Und dann verliert sie schon mal gut ein Viertel ihres Lebens. Das heißt, mit ausreichend... Warum renne ich da jetzt wieder zurück? Ich will nämlich mich dort vorne hinsetzen an das Feuer. Aber... Was viel, viel besser ist, als da jetzt die Quelag mit Goldharz zu machen, ist sie einfach vergiften und dann sterben zu lassen. Weil so kann ich ganz in Ruhe einfach in dem Raum rumrennen, während ich der Lava ausweiche und der Rest erledigt die Jauche-Küchlein für mich. Da ist es vielleicht sogar dann wahrscheinlich, dass wir sie First Try machen. Aber das ist halt, wie gesagt, noch Zukunftsmusik. Noch wohlgemerkt. Oh shit, ich habe den Generalschlüssel nicht. Das heißt, die Kloake, die Tiefen, werden auch kein Zuckerschlecken. Dafür kriegen wir dieses Mal wahrscheinlich noch die Ding zu sehen. Wie heißen's? Oh, Moment. Ah, ne. Zu viele. Aber außerdem ist der andere eine, glaube ich, gerade runtergefallen, der was gedroppt hat. Was ich sagen wollte, in der Kloake, in den Tiefen, gibt es ja diesen einen Shortcut, den ich im Normalfall mit dem Masterschlüssel aufsperre, aber da ich das nicht kann... Oh Gott, nein. Das wird die Hölle. Dafür kann uns Kirk invadieren. Wenn wir menschlich sind. Aber wir können uns ja menschlich machen. Warum? Oh, stirb. Muss ich zwar einen Estus verschwenden? Ah, Moment. Oh, Banditenmesser. Jetzt können wir das auch kurz schauen. Der Typ kommt, glaube ich, nicht hier runter. So, Banditenmesser. Es macht wenig Schaden. Und braucht 12 Geschick. Okay. Sekunde, das hier werde ich aber noch kurz wegrüsten.
Also, das kohleartige Harz kann bleiben. So. Keine Zeit für eure Lappalien hier. Außerdem kann ich euch so, anstatt mit einem Backstab, auch auf einmal töten. Nein, nein, nein. Okay, ich bin halbwegs safe. Halbwegs. Okay, ich bin safe. Nein. What the fuck? Okay, nee. Okay. Ich war schon an dem in der Sekunde verflucht, wo ich mich von dem Wichser hab treffen lassen, beziehungsweise von seinem Hund. Wobei, ich glaube, es war er und nicht der Hund, der mir den ersten verpasst hat. Also, wenn man mit vollem Leben hoch die Treppe kommt, ist man relativ safe. Nicht 100%, aber relativ. Na. Vielleicht laufe ich vorbei. Außerdem, ich könnte vielleicht das andere Schild eher ausrüsten, weil das hat ein bisschen mehr Stabilität. Außerdem, glaube ich, hat das Spinnenschild grundsätzlich Vergiftungs- und Blutungsresistenz ein bisschen. Also Vergiftungsresistenz weiß ich. Blutungsresistenz könnt ihr mir jetzt einfach mal so grundsätzlich vorstellen. So macht man das Ganze schnell und ohne irgendwelches Leben zu verlieren. Außerdem schaut es geil aus. So. Ich pariere mir jetzt zu Tode. Nice. Der Weg zum Capra-Dämon ist Gott sei Dank einer. Außer Moment, lass mich mal kurz denken. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man den Capra-Dämon auf meinem Kanal sieht, weil damals in meinem Let's Play wurde der ja von einem Blackbild verschluckt. Das ist jetzt schlecht. Danke. Die Seelen sind mir Wurst. Sehr gut, sehr gut. Nice. Komm, fall runter. Wenn er jetzt... Sehr gut. Das ist jetzt keine so gute Sache, aber... Wenn ich mich jetzt nicht wirklich dämlich anstelle, sollte ich überleben. Vor allen Dingen, wenn ich nicht mal Plunging mache. Vor allen Dingen, wenn ich genug Ausdauer habe, um ihn... Was? Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass der da hochkommt. Hat er mich jetzt fast geplanscht? Sah fast so aus. Na, das ist jetzt nur noch ein bisschen Zeitfrage. Solange ich meinen Guard immer oben habe. So, mach von da... Nein. Jetzt geht er weg. Genau. Genau. That's it. Mehr wird jetzt nicht passieren, außer dass ich das jetzt fünf bis sechs Mal eher wiederhole. Und außerdem kann ich noch den machen, wenn es mir zu langsam geht. Ah, das ist ein bisschen zu wenig Damage. Dass es sich lohnt. So, und jetzt mach bitte deinen halbwegs... Komm. Komm. Ja, genau. Nee, nicht den Baum irgendwie. Also Baum blockiert den Capra nicht. Jetzt komm. Ja. Ah, ja, so. Ja, zweimal noch wahrscheinlich. Okay, das hat ihm 3 Schaden gemacht. Nice. Most damage ever. Okay, das bringt so nichts. Nochmal. Komm hoch, komm hoch. Du weißt, dass ich hier bin. Du weißt, dass es gut geht. Ah, das ist jetzt immer eigentlich nur eine Wartegeschichte, die bei weitem nicht interessant ist. Einmal noch.
Ja, einmal noch. Ich mach das safe. Scheiß doch drauf. Ich möchte jetzt nicht verrecken. Hm. Das Gute ist, wenn mein Auge juckt wie gerade, kann ich es kratzen. In so einer Situation, was ich in Dark Souls im Normalfall nicht wirklich kann. Ja, ein, zwei Schläge noch. Und sagt Cheese. Wollte nicht Cheese sagen, der Arsch. So, das ist hier ein bisschen scheiße. Aber... Na gut. Weh, ich gehe jetzt an euch drauf, wo ich am Boss nicht verreckt bin. Okay, dann. Wunderbar. Die können, glaube ich, eh nichts droppen, von daher ist es wurscht. Oh, und jetzt geht's in die Tiefen. Beziehungsweise, eigentlich geht's erst beim nächsten Mal in die Tiefen. Ich ich glaube, ich habe ein bisschen too much money bei mir. Deswegen gehe ich nochmal hier kurz hoch und tu das alles in Dungpie und in Charcoal Pine Resin verwursteln. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir... Ja, ich kaufe hier nochmal ein bisschen. So, den Rest mache ich jetzt voll mit denen hier. 5000. Ich glaube, mehr als... Also wirklich viel mehr als... Also, wir sollten schon so 80 oder circa 80 von denen mit runterbringen. Aber... Ich möchte jetzt nicht großartig farmen. Wenn ich einmal in Tiefen bin, kann ich nicht oder möchte ich nicht möglichst wieder raus. Von daher... wir haben Charcoal Pine Resin. Wir haben das andere Schild. Aber Moment, ist es jetzt ein weiter Weg zurück zum... Gott, ja, nee, wir haben den Aufzug. Okay, gut, dann ist es kein weiter Weg. Dann machen wir das nächste Mal... Weil ich möchte Quelag noch ein bisschen hinauszögern, machen wir beim nächsten Mal den Mondlichtschmetterling. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.